Okay, fertig. 200 für das Schwein, 350 für gebutterte Nudeln, 150 für das Brötchen und 75 für die Butter. Mein Gott, als hättest du Kalorien, Asperger. Das ist kein Frühstück. Ist Kaffee auch nicht. Du machst eine Menge Sit-Ups. Ich behandle dich nicht, wenn du überhaupt nicht mehr weiterleben willst. Guter Vortrag. Ich habe es unter Kontrolle. Ist das nicht witzig? Das ist ein Kuchen. Ich habe es unter Kontrolle. Ich habe es unter Kontrolle. Geht's wieder? Ich hätte nicht so schnell aufstehen sollen. Willkommen unserer neuen Hausbewohnerin Ellen. Hi. Oh mein. Wie schaffst du das? Essen, meine ich. Ich habe keine Lust zu lügen. Ich habe mächtigen Hunger. Mom, du siehst wie ein Gespenst aus. Ich bin irgendwie wütend oder so. Auch mein Leben hängt daran, denn ich habe irgendwie keine Schwester. Was ist mit dir los? Ich sehe einfach keinen Sinn. Manche sagen gern, ich liebe dich. Aber was sie meinen, ist, dass sie nur das eigene Gefühl lieben, jemand anderen zu lieben. Gott, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. So viel ist falsch daran. Wenn du so weitermachst, wachst du eines Tages nicht mehr auf. Ich kann nicht aufhören damit. Jedes Mal, wenn du diese Stimme hörst, sagst du einfach, verschwinde. Verschwinde, Stimme! Verpiss dich! Hat jemand von euch eine Ahnung, warum wir hier sind? Weil wir am Leben sind. Sehr gut. Mir scheint, sie machen echt schon Fortschritte. So, dass sie mal gut leben werden und halbwegs interessierte Menschen. Höre ich da vagen Optimismus heraus? Ich sagte nur halbwegs. Das war der Trailer zu To The Bone, der ab dem 14.07. auf Netflix gelauncht wird. Und ich finde, dass der Trailer sehr berührend aussieht. Lily Collins in Kombination mit Keanu Reeves ist eine interessante Konstellation aus diesen beiden Hauptdarstellern, die ich beide unglaublich gerne sehe. Und vor allem ist der Trailer gefühlvoll und mit diesem schwierigen Thema Essstörung auf der einen Seite und im Speziellen dann Magersucht und was es für einen selbst bedeutet, aber vor allem auch für die Freunde und die Familie bedeuten kann, in Angst zu leben, jemanden zu verlieren, jemandem helfen zu wollen, aber auch gleichzeitig das Hinterfragen, was Liebe bedeutet und dieses trotzdem Lebensbejahende, besonders hinten raus in dem Trailer, ist eine Konstellation, wo ich das Gefühl habe, okay, das könnte ein spannender Film werden. Ich bin gespannt, wie diese Thematik hier verarbeitet und aufgegriffen wird, die durchaus wichtig ist und auch hochsensibel sein kann. Aber vor allem wirkt es auch wie ein authentischer, ehrlicher Film, was die Spielweise angeht. Ich muss sagen, nach diesem Trailer bin ich sehr angefixt, was To The Bone kann und freue mich auf den 14.07. Und schön zu sehen, dass Netflix in Eigenproduktion auch immer wieder A, nicht nur große Stars vereint, sondern B, auch durchaus Themen aufgreift, die etwas spezieller sind, die man im Kino nicht ganz so oft erwartet auf der großen Leinwand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da freue ich mich drauf. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer von To The Bone? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Seid ihr ebenfalls angefixt oder so gar nicht euer Ding? Da bin ich natürlich gespannt, woran das eurer Meinung nach liegt. Und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.